Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands. Ja. Wir wollten jetzt noch die Flaschen abgeben. Dann tun wir dies auch mal. Ach Mann, ja. So, müssen wir uns ja jetzt hier wieder über alles durchkämpfen. Vergiss es. Jawohl. War ja relativ einfach. So, einmal Munition mitnehmen. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, dort unten wieder. Ja, wird wohl wahrscheinlich eher eine langweilige Lauffolge. Ach ja, vielleicht habe ich total vergessen. Euch hatte ich ja total vergessen. Stimmt, ihr wart ja auch gegen Schrot irgendwo. Bezüglich gegen meinen Raketenschrot. Okay, ich brauche nichts machen, mein Geschütz macht alles alleine. So, war's das jetzt? Du bewegst dich ja noch. Ah, heute wieder ein Kloß im Hals. Schlimm. Da vorne haben wir die Medi-Station und die Autostation. So. Wir versuchen mal hier ein bisschen durchzujetten. Wir nehmen heute mal wieder, fangen wir von vorne an. Ich hab die Karre. Fahre ich überhaupt richtig? Ja. Ja, leg dich selber um. Ja. War ja weiter Weg mit der Karre. So. Ach ja, so. Dann wollen wir mal dem alten Siedler mal seine kleinen bisschen Getränke geben. Vielleicht habe ich dich angeschwindelt. Dieses Alien-Karten-Schwarten-Dings, das hat Krom. Der hat mich zweimal niedergestochen. Oh. Ein knallharter. Oh, ich bin voll. Also, ich bin schon wieder voll. Ich habe schon wieder zu viel getrunken, ja? Okay. Ja, Mist, jetzt lade ich auch noch nach. Aua, aua. Okay. So. Danke für den Fusel. So. Jetzt zu diesen fremdartigen, was auch immer, Dings. Komische Geschichte.
Korn hatte davon Wind bekommen und kam vor ungefähr einem Jahr hier vorbei. Er machte mir ein Angebot, das ich einfach nicht ablehnen könnte. Ja, Maiglei. Warum glaubst du, habe ich mich hier verschanzt? Keine Ahnung, warum er danach suchte. Und ich wollte auch keinen Streit. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Crazy Call. Das nächste Fragment. Chrom getötet. Und was ist das? Sammle Dosen mit Skagfleisch. Okay. Ja, Kollege. Dann wollen wir mal gucken, was du uns denn hier so Schönes antun möchtest. Na, es ist rausgehen. Und es ist auch wieder rausgehen. Keine Eile, ja. Was hat er jetzt seinen Fusel gekriegt von den supergeilen Flaschen? Gut. Ein bisschen Dreck hier noch aufsammeln. Ah, hier sind doch, ja, hier sind doch Verkaufsautomaten. Nee. Oh, ich bin Tatsache extrem voll. Ich das letzte Mal nicht verkauft oder jetzt schon wieder so viel eingesammelt? Egal, dann fangen wir mal an zu verkaufen hier. Ah, von oben ist besser. Geht schneller. Give me money. So. Dann sind wir aber auch noch so moneygeil, dass wir die noch mitnehmen. Und verhökern. So. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ah, hallo, du Bandit. Dort oben ist die eine. Und das andere ist auch dort oben. Okay. Am besten nach links lang, Fuhrpark und dann einmal bis hinten durch. Ja, welchen meinst du denn? Meinst du mich? Ha? Oder möchtest du gar nichts mit mir zu tun haben? Ist mir egal, ich schieße dich trotzdem ab. So, gute Nacht. New Haven? Moment mal. New Haven, man konnte doch von hier aus drinnen teleportieren. Das wäre doch jetzt sinnvoller und zeitsparender, wenn wir jetzt erst nach New Haven teleportieren. Hoffe, das Spiel macht das mit und schmiert mir jetzt nicht mitten in der Aufnahme ab. New Haven. Und dann irgendeine Elena. Glaube, das war die hier drinne. Hoffentlich gehst du den negativen Elementen hier aus dem Weg. Die Entdeckung der Kammer könnte dieser Siedlung wieder auf die Beine helfen. Ja, das schwarze Brett im Middle of Nowhere. Und Mr. Jones. Okay. Pass auf Oh. dich auf. Wird alles angenommen. Ein. So. Hättest du mir das nicht vorher sagen können?
fast in einer Ecke rein da. So. Dann gucken wir mal hier gleich noch. Nee. Vermisste Person. Suche in New Haven nach Hinweisen zu Stoke Sixel. Stoke Stocksel. Oh, hier ist ja noch einer. Das soll irgendwo da ganz unten sein. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das mal als allererstes jetzt hier. Fühle mich schon wieder so ein bisschen vollgestopft. So, gleich meldet sich Claptrap und sagt dann erstmal, ne? Scooter oder so hat auch nochmal eine Quest für mich. Aber nun gut, ist ja alles Leveln, Geschütz hochskillen. Oh. Vermisste Person. Diese Leiche entspricht der Beschreibung von Sean Shockley. Das Wort Renoir war in seine Stirn geritzt. Der Mann ist mit einem Zettel in der Hand gestorben. Auf dem Zettel steht: Vater, ich bin Skroms Armee beigetreten. Versuch nicht, mich zurückzuholen. Bei denen hab ich ein besseres Leben, als ich es bei dir je hatte. Und einen neuen Namen. Sie nennen mich Renoir. Oh weia. Ein Unrecht hebt das andere auf. Schalte Renoir aus und berichte, was du herausgefunden hast. Okay. Ja, jetzt sieht das so aus, als wenn das alles Chrom's Canyon. Wo soll das sein? Das ist auch irgendwo da draußen. Na gut, dann erstmal raus da. So. Und Speed. Achtung, Claptrap. Düdüt. Gut, kurz gucken. Das ist da oben, okay. Ein Unrecht. Das ist da oben, okay. Das ist auch da oben, okay. Und ja, das ist wunderbar. Alles da oben. Dann wollen wir erstmal das schwarze Brett ansetzen. Okay, Jungs, seht ihr? Boah. Ey, das entweder war das jetzt gekonnt oder keine Ahnung. So, jetzt muss ich nochmal aufpassen. Weil ich weiß. Huch. Was bei. Ich greife mir den ganzen Viecher ein. So. Dich überfahre ich einfach. So, da vorne muss ich irgendwo hin. Genau. Hier soll auch irgendwo ein schwarzes Brett denn sein. Einmal hier aktivieren. Glaubt, das ist jetzt hier irgendwo. Weiter komme ich mit dem Auto nicht. Na.
Was ist jetzt hier rum drauf? Ich hab das Spiel ein bisschen laut gerade. Ich mach mal ein bisschen leiser. Ich verstehe ja sonst mein eigenes Wortchen nicht mehr. Wo soll denn jetzt hier die Queststation sein? Oder ist sie jetzt etwa da hinten durch und so und ich bin jetzt bloß wieder zu blöd? Ich glaube, das da vorne ist die Queststation. Okay. Zurück zum Auto. War schon wieder völlig falsch, wo ich hier bin. Gut, eingestiegen, aufgesetzt. Zack. Komme ich mit dem Auto durch? Rust Commons East. Diese ganzen Schleicher schon wieder hier, schlimm. Na komm, weg mit dir. Oh. Hallo. Bums, bums, bums. Ihr seid wohl hier irgendwie zu Hause, oder? Das kleine Mini angeblich bringt mir gar nichts. Gut, genug rumgespielt. Oh, da ist noch ein Psychopath. Hallo! So, dann sag ich euch mal guten Tag. Lass mal hier reingucken. Okay. Oh, was haben wir hier drin? Schrotflinte haben wir voll. Soll hier jetzt das Questboard sein? Ich meine, ich habe das hier doch vorhin gesehen. Leuchtschrift. Bin ich blind? Willkommen. Ach, das ist ganz da unten. Ja. Ich suche schon wieder völlig an der falschen Stelle. So. Ist das jetzt hier weiter rein? Mr. Jones gefunden. Okay. Seid ihr euch sicher, dass ich das jetzt gefunden habe? Weil ich bin's nicht. Hä? Geht's da irgendwo rauf? Ah. Das sieht schon besser aus. Jetzt muss es hier noch irgendwo rauf gehen. Dann wäre ich glücklich. Ah, hier vorne. Dann gucken wir mal nach hier. Ach Mensch, ganz schön viel hier. So. Können wir hier auch gleich verkaufen. Klasse Jäger. Okay. Oh, ich bin mir unsicher, ob ich diese Schrotflinte haben möchte. Ich kaufe sie jetzt einfach mal, weil die ist in 30 Sekunden sonst weg. Okay, irgendwie gibt es hier wohl noch keine Questen. Irgendwie ist das Ding total im Eimer. So, Läden haben neues Inventar. Nö.
Nö. Und nö. So, einmal kurz nochmal die Shotgun hier austauschen. Ganz so, relativ schnell. Soweit in Ordnung. 11x42, die macht natürlich 300. Aber das Problem ist bei dieser hier, die funktioniert gegen diese Bodenviecher nicht. Behalte ich jetzt erstmal die behalte ich erstmal in der Rückhand. Damit ich dann halt vielleicht den auch nochmal ein bisschen mit der Schrot auf den Nerven gehen kann. Ich würde sagen, hier ist der Speicherpunkt. 20 Minuten soll erfüllt. Und dann würde ich sagen, mach ich mal ein Folgenende. Man sieht sich in der nächsten Folge. Goodbye.